Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Risen 2 Dark Waters. Jo, wir sind hier in Caldera wieder einmal und sind bei Azuro. Ja, mit dem wir, im letzten Part noch ausgeraubt haben und jetzt werden wir eben mit ihm ein bisschen quatschen, ne? Also ich habe meine eigenen Pläne. Ich habe meine eigenen Pläne. Nun, wenn ihr bereits wisst, wie ihr in den Hohen Rat kommt, braucht ihr mich ja nicht. Solltet ihr es euch anders überlegen, reden wir weiter. Alles klar. Ich verlasse mich auf euer Geschick und eure Verschwiegenheit. Okay. Gut. Jetzt wäre es noch super, wenn du schlafen gehen würdest, mein Bester. Ich werde mal versuchen, im Bettchen hier zu schlafen. Jetzt nicht. Oh. Ja, entferne dich. Habe ich gerade. Entschuldigung. Ich hoffe, du weißt, wie du dich in einem fremden Haus verhalten hast. Es sah du fast dir nichts an. Ja, ja, Entschuldigung. Ich dachte nur, das könnte klappen. No, du hast hier nichts zu suchen. Ja, ich gehe mal ganz raus, damit die sich hier beruhigen können. Jetzt darf ich normalerweise wieder rein, dann schleiche ich mich rein, dann lege ich mich ins Bettchen und dann passt das schon. So, Achtung, schleichen. So. Ei, caramba, die Truhe hatten wir auch noch nicht. Super. Da wird die alte Zocki gleich wieder speichern tun. Ja, meine Lieblingsbeschäftigung. Und wir öffnen die Truhe. Geht ja auch so einfach. Ja, war klar. Nicht so wirklich. So, mal schauen. Aha. Okay, das klappt auch nicht so recht. Mhm. Aha. Warte, die drei. Ah, Entschuldigung, das war, da war ich wieder zu schnell. Die zwei, dann die. Aha, das klappt auch nicht. Okay. Also die drei, dann die zwei, dann wahrscheinlich der eine, dann der und dann der. Jawohl, jetzt haben wir's. Das Schloss war etwas kompliziert. 40 Goldmünzen für so ein Schloss. Willst du mich schälen? Naja. Wer das Kleine nicht ehrt, ist das Große nicht wert. So, bis Mitternacht pennen. Wenn wir Glück haben, gehen die Leute schlafen. Wenn wir Pech haben, dann nicht. Ich hätte halt schon gern gehabt, dass wir die Truhe da auch noch ausrauben könnten. Der steht noch immer da. Hallo, es ist Mitternacht. Du musst schlafen gehen. Vielleicht, wenn ich das Haus verlasse, dass dann die Bediensteten... Ruhig. Gibt es einen Grund, warum du schleichst? Ja, ich habe Rückenweh. Piratendolch haben wir da. Da ist auch eine Truhe, okay. Halt. Mhm. Jetzt kriegst du es nicht mit. Lustig irgendwie. Dann machen wir die auch auf. Der ist wieder schwerer. Okay. Vielleicht die beiden zuerst. Jawohl, haben wir schon gelöst. Super. Kerzenleuchter, Karaffe und Silberpokal. Super. Das hat sich ein bisschen ausgezahlt. Den Piratendolch nehme ich mit. Ja, haben wir sonst noch irgendwas für Proviant? Eine Weinflasche oder so? Na, in einer Küche ohne Wein. Hier vielleicht? Na. Tja, sauber. Na dann. Der Diener nervt. Ich glaube, er hat es nicht mitbekommen. Ich hätte schon Angst, dass er mich jetzt sieht. Hat es nur eine normale Kiste? Da wird wahrscheinlich nichts Wertvolles drinnen sein. Naja, gar nicht so schlecht. Ruhm, Bloody Mary und Trank der Ehrfurcht. Super. So. Und normal laufen. Ich merke sofort, wenn hier was fehlt. Darf es etwas sein? Du hast hier nichts zu suchen. Na, ich tue Entschuldigt mich bitte. Ja, geh weg. Ich merke sofort, wenn hier... Ich verlasse mich auf euer Geschick. Ja, ja.
Na, jetzt geht er wieder zurück. Ach, herrje. Die Kiste da ist echt schwer zu kriegen. Hm. Jetzt ist die Frage, ob er doof ist. Ich probiere mal, ob er doof ist. Okay. Na, geht's. Jawohl. Gar nicht mal so schwer. Giftring, Gold, Goldteller und Silberteller. Das ist ja unerhört. Ich verlasse mich auf euer Geschick. Ja, der hat das einfach über sich ergehen lassen jetzt, den Diebstahl. Auch nicht schlecht. Ich glaube, wir kriegen keinen Ärger. Ah, nicht schlecht, oder? Ja, passt. Können wir so lassen. Dann schauen wir noch... Ich muss gerade voll lachen. Dann schauen wir uns noch die nächsten Gebäude an. Ne? Waren wir hier? Habe ich da? Haben wir hier brav... Stipitzt? Ja. Da ist schon mal leer. Hui, huch, Betty. Aus dem Weg. Waren wir hier drinnen? Waren schon... Wahrscheinlich, aber unsere Diebeskunst hat nicht gereicht. Aber jetzt. So. Hey. Oh oh. Er hat es mitbekommen. Der hat es mitbekommen. Mach hier keine Dummheit. Dann gehen wir mal raus. Vielleicht klappt es dann. Ui, ein Pulvermoon. Den habe ich gar nicht gesehen. So. Die Wache schleicht sich wortwörtlich. Du kannst aufhören zu schleichen. Ich habe dich gesehen. Jetzt hat das Kabinett mitbekommen. Die Betty. Dom, 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 dom. Ich schleiche mich da voll super rein und sie dom, 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 dom. Ja. Wie könnte das gehen? Jetzt vielleicht zurück? Nein, das ist natürlich vollkommen verkehrt. So, so. Vielleicht der eine nur. Vielleicht die beiden dann und dann die drei. Jawohl, genau. So klappt das. Ring des Inquisitors. Aha. Muskete plus 5, Kugelsicher plus 5, Goldwert 120. Früher trugen die Inquisitoren so einen Ring. Mhm. Und 50 Goldmünzen. Boah, nicht schlecht. Nicht schlechter Specht. Oh, leise. Schleichen, schleichen. Vielleicht haben wir noch was da. Da ist nix. Vielleicht ein Büchlein oder so, ne? Da ist auch nix. Die Betty steht und schaut. Steck ja nichts ein. Das würde ich nie tun. Hallo. Huch. Aha, das ist der Depp, genau. Der hatte wahrscheinlich... Benimm dich hier. Das mache ich immer. Eine Unverschämtheit ist das, wirklich. Gehen die mir jetzt nach? Tatsächlich. Habe ich hier die Kiste schon? Ui, da brauchen wir 90. Raus hier! Verschwinde! Ja, lass mich halt vorbei, du Depp. So, dann machen wir das nochmal. Wir verlassen das Haus. So. Jetzt werden sie sich wieder einkriegen. Und wir gehen gleich wieder rein. Servus, ihr Depp. So. Gleich hier rauf und Schleichmodus aktiviert. Und da werden wir, um die Kiste zu öffnen, gleich den Ring wieder wechseln. So, Ring der Gier. Wir sind ja ein Gierschund. Und machen unseren Gier auch noch. Ich weiß, es gibt Spannenderes, glaube ich, ne? Aber... Tja. Aha, das ist verkehrt. So vielleicht. Mhm. Boah, die ist schwer, die Truhe. Wahrscheinlich. Dann die eine und die vier. Ah, so geht's. Okay.
Haben wir schon gelöst. Gold und zwei Schalen. Oh, eine ein bisschen wertvoller und die andere nicht so. Okay, gehört uns. Ist unser. Jetzt muss nur der eine Depp schlafen gehen. Das wäre super. So viel, so lange zu arbeiten ist nicht gesund, mein Bester. Was führst du im Schilde? Nix, wir wollten schauen, ob du eine Truhe hast. Aber schaut nicht so aus. Vielleicht gehe ich wieder raus. So, damit er sich nicht aufregt. Und wir speichern natürlich wieder. So, da wir ja schon bei dem Knilch hier sind, mal kurz ins Logbuch geglubscht. So, das können wir da wegtun. Laufende Quests. Auf den Spuren Garcias Caldera, drei neue Rekruten. Eieiei. Stimmt, das muss ich auch noch machen. Der Schatz am Strand. Okay, Insel der Toten. Da la la la. Auf den Spuren Botengang, Botenkleidung. Ah ja, stimmt. Mauregato. Das können wir theoretisch. Ich probiere es jetzt einfach mal, ne? Die Voodoo-Puppe haben wir ja schon. So, rechte Hand, Voodoo-Puppe. Ich probiere das jetzt einfach. Meine gute Betty. Und gespeichert habe ich eigentlich, ne? Ja, ist ja wurscht. Machen wir nochmal. So. Weil vielleicht kann ich jetzt schon den Fetzen da das machen, was wir mit ihm machen sollen. Später vielleicht. Später vielleicht. Mhm. Warte mal, ich muss mal kurz lesen. Also darf ich nicht. Darf ich nicht. Meister? Gib mir den Schlüssel fürs Haus. Gib mir den Schlüssel fürs Haus. Ihr besitzt ihn bereits, Meister. Oh, natürlich. Mach dich nützlich. Mach dich nützlich. Natürlich, Meister. Und du? Warum stehst du nicht vor der Tür? Warum stehst du nicht vor der Tür? Lol. Ich werde sofort. Na dann los. Mein Herr. Okay, ich hätte es mir einfacher machen können. Ist ja wurscht, hat ihr hingehauen, irgendwie. 1, 2, genau. Schön, euch zu sehen. Gut, da ist nix. Wie schauen wir hier aus? Nein, ihr habt euch bestimmt vertan. Aha. Okay. Ich glaube, ich habe ihn zu früh übernommen. Ich bin gerade nicht sicher, was ich machen soll. Schläft er im Stehen? Tatsächlich. Super. Ich muss mich um meinen eigenen Kram kümmern. Warte mal. Den nehmen wir mit. Dass ich da alles übersehen habe. Pfui. Böse Zuki. Herr Azuro möchte nicht gestört werden. Ach ja? Aber wenn es wichtig ist. Genau. Okay. Servus. Ja, bitte. Hierhin. Ist er schon schlafen gegangen, der Kerl? Na, er steht drüben. Genau, wir haben... Er hat uns ja beim Ausraum... Er hat uns ja beim Diebstahl beobachtet. Komischer Kerl. Mauregato! Was hast du hier zu suchen? Bist du gekommen, um mich zu verspotten? Geh! Geh. Jawohl. Dann gehen wir halt. Gut. Ich dachte nur, vielleicht... Vielleicht können wir da irgendwas machen, ne? No. Wir können aber ganz bestimmt beim Rad was machen. Und wir können auch ganz bestimmt vielleicht was mit dem Schneider machen. Jetzt verstehe ich das auch langsam. Wahrscheinlich hätten wir jetzt können mit dem Mauregato zum Schneider laufen und unsere Rechnung bezahlen. Sieh an! Der Meister persönlich! Mhm. Ich hoffe, ihr seid zufrieden mit meiner Arbeit. Natürlich, sehr. Wo ist die Nanu? Wo ist die Dame da hin? Da liegt jemand. Ah, Meister Mauregato, willkommen. Ja. Schleim. Was haben wir da?
Hört man hier der Lisa eine Ruhe? Na, weil der Chef ist da. Schäm dich. Dein Lohn wird gekürzt. Moa. So. Vielleicht kann er die Tür aufmachen? Nö. Das kann dann wohl nur Garcia, ne? Ich wüsste nicht, worüber wir beide reden sollten. Okay. Ja, ihr probiert jetzt einfach ein paar Sachen aus, ne? Weil sie es gerade anbietet. Liegt hier noch jemand? Nein. Gut, dann hauen wir wieder ab. Das war ein Schuss in den Ofen. Ich dachte nur, vielleicht können wir da irgendwas machen, ne? Zu unseren Gunsten. Ja. Na? Nein, im Moment ist es schlecht. Ja, ja. Und wie schaut's bei dir aus? Ja bitte? Da ist auch nichts. Und wie schauen wir da aus? Meister Morigato, wünscht ihr Einlass? Ja, ich wünsche. Cool. Ich glaube, das sollte anders laufen. Meister Morigato! Ich glaube, Custodio erwartet euch. Poco, okay. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt richtig ist, was ich da mache. Meister Morigato, gut, dass ihr kommt. Seid ihr bereit für die Ratssitzung? Die Ratssitzung? Nur weil Corrientes nicht da ist, werden wir die Sitzung nicht verschieben. Es gilt, über das Angebot abzustimmen, das uns Mara zukommen ließ. Was ist mit Corrientes? Was ist mit Corrientes? Nun, er selbst hat entschieden, uns zu verlassen. Unsere Gesetze sind in dieser Angelegenheit eindeutig. Natürlich ist es möglich, dass wir keine Einigkeit erzielen. Aber darüber machen wir uns Gedanken, wenn es soweit ist. Wie steht ihr zu dem Angebot? Wie steht ihr zu dem Angebot? Wir sprachen bereits darüber und ich habe meine Meinung nicht geändert. Frieden ist eine vernünftige Basis, damit wir in der neuen Welt siedeln können. Der Krieg ist es doch, der uns zur Evakuierung zwingt. Ich bin bereit. Noch nicht. Warte mal. Ganz ruhig. Ich habe nämlich das Gefühl, dass ich noch irgendwas vergessen habe oder falsch gemacht habe. Morigatos Büro. Da schau mal. Aufzeichnungen. Sieh an, persönliche Aufzeichnungen von Morigato. Hm? Garcia ist auf dem Weg hierher. Er braucht Koordinaten. Dasselbe Ziel, das auch Corrientes ansteuert. Mara hat für alles gesorgt. Damit er Zugang erhält, werde ich ihn dem Rat vorstellen. Er wird ein Angebot von Mara überbringen. Egal wie der Rat darauf reagiert, ich bringe Garcia danach ins Archiv. Dort wird er schon finden, was er sucht, und ich werde meinen Lohn bekommen. Na also, ich werde die Seite rausreißen und mitnehmen. Yeah. Dafür habe ich keinen Schlüssel. Warum nicht? Nichts Interessantes. Okay, ich wollte nochmal sicher gehen. Hä? Warum? Ich will da rein. Warum hat er keinen Tonschlüssel? Und wer bist du? Ich bin beschäftigt. Aha. Einmal im Kreis gelaufen. Jawohl. Ah, wie schön. Der Part ist auch gleich zu Ende. Ich bin immer noch verwandelt. Ich kann da nicht speichern. Das ist schlecht. Das ist schlecht, schlecht, schlecht. Was haben wir da? Fechtschwert. Warte mal. Ah ja, natürlich. Gut, hat keiner mitbekommen. Ich wollte es einfach probieren. Wenn ich versagt hätte, hätte ich es halt nochmal gemacht. Dafür habe ich keinen Schlüssel. Da ist auch noch eine. Boah, wer bist denn du? Ah, Morigato. Momentan sitze ich an einer neuen Herausforderung. Worum geht's? Nun, nichts Politisches. Es handelt sich um ein technisches Problem. Wir können später reden. Schön. Ich hoffe nur, dass ich das hinkriege mit unserem Piraten-Bubi. Die ist auch verschlossen. Was haben wir da? Sieh an, Meister Morigato. Heute allein? Ja. Sucht ihr etwas Bestimmtes? Ich sehe mich nur mal um. Jederzeit. Supi. Dann schauen wir doch mal, oder? Hol das.
Jetzt hat es ausgeschaut, als hätte es von der Stiege runtergehaut. Entschuldigung. Das hat gerade gut ausgeschaut. Ah ja. Ah, schön. Aber wir werden den Part beenden. Der Schwede war das. Na, ja, der Speckknödel. Die Stiege runter und bei der letzten Stufe stolpert er und den Hauzen voll hin. Na super. Ihr Lieben, das war's wieder für heute. Ich weiß nicht, sonderlich spannend, aber wenn wir schon die Gelegenheit haben, so ein hohes Tier zu sein, dann muss man doch mal die Nebenräume hier besuchen, ne? Da erschließen sich uns doch glatt neue Wege und Möglichkeiten. Na fein, ihr Lieben, das war's wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!